Ja, hallo ihr Lieben, der Ralf von Living to Go und heute wollte ich euch die Kastenwägen von Chausson nochmal zeigen. Hier gibt es keine großen Innovationen, ne? Also, dass er jetzt sagt, boah, toll, ne? Habe ich schon lange drauf gewartet, kann man glaube ich ausschließen. Ne, letztes Jahr war das mit dem Hochdach hier so eine Geschichte, wo viele drauf gewartet haben. Dann den Kühlschrank an der Seite, ne, also hier so ein Eingang, war eine tolle Geschichte. Sind sie aber auch wieder zum Teil von weggegangen. Ja, also ich leuchte mal so ein bisschen rein und dann könnt ihr ja schauen und euch die Informationen rausholen, die vielleicht für euch wichtig sind. Also, wir fangen mal an hier mit der V690. Ne, das ist also wir fangen mal an mit dem V690. Hier in der Roadline Premium Edition. Mit 4 Leute können essen, 2 können schlafen. Ne, also, Fahrzeugleergewicht ist 3150 Kilogramm. Ist so ein bisschen auf, also ne, ist mit dem Leitchassis mit 3500 Kilogramm. Habt da noch ein bisschen Platz, aber seid vorsichtig, gibt ja diese 5% Toleranz. Und da sind auch 150 Kilo, die das Fahrzeug leer mehr wiegen darf als angegeben. Egal, so, der hat also jetzt hier eine 4000 Watt Dieselheizung. Aber, und das ist halt neu bei Chausson, haben sie in den letzten Jahren nicht so gemacht. Der Warmwasserboiler ist auf Gas. Es sind also 2 getrennte Systeme, ist also keine Truma-Kombi drin. Ja, der Kühlschrank 90 Liter ist ein Absorberkühlschrank. Also keine Ahnung, ob ich das so gut finde. Muss jeder selber wissen. Das gilt übrigens für alle Fahrzeuge, also so in etwa für alle Kastenwägen von Chausson. Ich habe mich schon gewundert, als ich so mal ein bisschen gestöbert habe, wie jetzt gibt es Wasserboiler, also mit Gas. Sind doch eigentlich alle weg vom Gas. Aber gut, die Fahrzeuge werden natürlich viel früher geplant als ja, die Probleme, die dann so in der Welt passieren. Der kostet halt in der Roadline VIP-Version, Grundversion sozusagen, 59.000 Euro. Das ist schon mal locker 10.000 Euro mehr als letztes Jahr. Aber in der ja, endlosen Preisliste, Aufpreisliste, kann man so ein Auto auch schnell auf 81.000 Euro bringen. Auf der Messe kann man 2.000 Euro sparen, wobei ich sagen muss, keine Ahnung, muss man eine Sattanlage mit 3.500 Euro angeben? Finde ich schon ein bisschen. Aber gut, wird natürlich alles ja, teurer. Ja, so sieht er aus. Auch von außen hat sich da nichts geändert, ne? Also graue Farbe, oben diese ja, Beklebung mit dem Chausson-Logo da drauf, finde ich übrigens sehr schön. Habe ich an meinen Kastenwagen so ein bisschen vermisst. Meiner war ja auch ein Jahr älter. Also dieses Design kam ja letztes Jahr ja, von Chausson sozusagen auf den Markt. Hier in dieser Ausstattungsvariante halt mit, also nicht mit aufgesetzten, sondern eingelassenen Fenstern. Sehr gut, schön gemacht. Aber hinten können sie nicht drauf verzichten. Da haben sie wieder diese Aufsetzfenster. Ja, finde ich gar nicht so toll. Ist natürlich auch eine Geschmackssache. Aber ich hätte lieber auch die schmalen Fenster nur gehabt. Denn dann kann man hier einen Gepäckträger, also einen Fahrradträger drauf machen und das Fenster noch öffnen. Ne? So. Und was aber gut ist, ist halt hier dieses, ja. Wie sagt man, diese Schrauböffnung, um das Fenster hochzustellen, weil habe ich einen Fahrradträger dran und ich habe dieses Klickerverschluss, dann kann ich den aufklicken, Klicker, Klicker, dann kommt er sozusagen an den Fahrradträger, ja, und dann, wie will ich ihn zumachen, weil ich muss das ja ganz öffnen. Also ich glaube, da gab es so den einen oder anderen Konflikt in der Vergangenheit. Ja, hier in der Ausstattung haben wir halt ein Hubbett hinten. Für alle, die einen ja, Roller mitnehmen wollen, Fahrräder mitnehmen wollen und so weiter, ist das natürlich eine tolle Sache. Dann haben wir hier noch eine Außendusche zum Beispiel. Und da haben wir. Bin jetzt etwas überfordert,
Ja, scheint nur ein extra Fach zu sein. Vielleicht wisst ihr ja da mehr. Da haben wir hier oben haben wir halt eine 230 Volt Steckdose und den Lichtschalter. Ach, guck mal, hier geht Licht an. Sehr schön. Na, da seht ihr die Trittstufe von innen und die Schottwand, um ins Bett zu kommen. Ja, da hinten das Kabel für das Hubbett. Metallboden und die Auffahrrampe, die aber natürlich stört, wenn man an die Gasflaschen dran will. Ne? Also, so und da hier ja ein Boiler drin ist und ein Absorberkühlschrank, kann man hier auf jeden Fall zwei Gasflaschen reintun. Immerhin. Absorberkühlschrank, Warmwasserboiler, Kochen braucht ungefähr für zwei Personen eine Flasche in 4 Wochen. Dann kann man also 8 Wochen unterwegs sein und dann viel Geld bezahlen. Ja, hat halt ein Oberlicht, die Chausson-typischen Oberschränke. Das ist natürlich ein Riesenbett hier bei der 6,40 Meter Länge. Plissés. Also, das ist alles gleich geblieben. Na, hier wieder die eingelassenen Fenster. Dann haben wir hier die Toilette. Hier die Auslass für die Dieselheizung. Stromversorgung etc. Also alles wie gehabt. Wir können ja mal uns die Premium-Variante anschauen. Die ist ja dann noch ein bisschen, ganz klein bisschen teurer. Ja, also liegt hat so ein Aufpreis von ungefähr 3.000, ah ja, genau, 3.500 Euro. Aber wie gesagt, Grundpreis 48.000 Euro plus 3.500 Euro plus 3.500 Euro plus Ausstattungspaket. Also hier kann man schon viel dazu kaufen. Aber die Premium Line ist natürlich auch wirklich Premium, muss man schon sagen. Sehr schöner Waschtisch hier oder ja, Arbeitsplatte. Hier kann nicht so schnell was passieren. Ne? Hier auch eine Kante. Hier fallen ja gerne mal die Krümel runter und dann fallen die natürlich immer in diese Schiene rein. Und also das ist immer so ein Konflikt. Chausson hat weiterhin die Leiste, um den Tisch hier außen ran zu machen, aber das macht man auch nur ein oder zweimal und dann hat man schon die Nase voll, weil der Tisch ist schwer und ach, das ist alles so ein Gefrickel. Ne? Und wenn er dann hier so auf so einem Rasenseite so ein bisschen krummel ist, also ja, kann man machen. Ich persönlich habe es nie gemacht. Ja, sehr große Eintrittsstufe, ne? Bisschen größer als üblich. Der Boden, ja, das ist halt dieser Gummiboden, den die halt seit 2 Jahren verarbeiten. Wenn da also was Spitzes so drauf fällt, dann hat man schnell eine Kitsche drin. Ja, früher hatten sie so ein PVC-Laminat verlegt, der war deutlich widerstandsfähiger. Ja, in dieser hochwertigen Edition kann man den Tisch halt klappen. So hat man nochmal ja, bequemer während der Fahrt. Sehr breite Bank hier. Ja, aber das kennt ihr alles. Ne? Ihr seht, das hat sich alles nicht verändert. Es gibt hier, wie gesagt, nichts zu zeigen, was ihr nicht schon kennt. Ja, hier ein blaues Licht. Ich gucke mal, ob ich hier vielleicht. Ne, hier geht nichts an, leider. Geht hier was an? Ne. Leider ist das Licht hier drinnen aus. Müssen wir halt im Dunkeln gucken. Ich hoffe, die Kamera fängt so einigermaßen an, ein. So, Querschränkchen noch da oben. Kann man nie genug haben. Ja, kennen wir. Ja, die Matratzen kennen wir auch. Diese super bequemen Matratzen. Ja, also. Naja, egal. So, dann haben wir hier das Bad. Auch hier ist kein Licht drin, aber vielleicht könnt ihr es so einigermaßen erkennen. Aber ihr kennt es ja. Also auch hier gab es keine Innovationen. In der Ausstattung gibt es natürlich einen Rost unten. Ja. Was soll ich sagen? Der steht übrigens hier auf Fiat und zwar auf Chassis 8.
Super, muss man sagen. Ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das neue Modell, Fiat-Modell, das ist schon, fährt sich schon sehr, sehr schön. Also da kann man nicht meckern hier mit Pioneer-Radio, schöne Armaturen, Lenkradbedienung etc. Der hat halt hier noch einen Skyroof, noch so ein paar Ablagen, haben sich so ein bisschen von Ford abgeguckt, aber zu Recht braucht man, finde ich. Ne, Portemonnaie ablegen, solche Geschichten. Dann haben wir hier diese Truma-Geschichte. Wir können noch mal hinten reingucken, ganz schnell. Also wenn ich bedenke, dass ich vor fast einer Stunde gefragt habe, ob man Licht anmachen kann und die immer noch nicht da ist. Naja. Chausson ist da so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie ich es sagen soll, unaufmerksam uns Blogger gegenüber. Ja, zwei Gasflaschen, ne? Dann wisst ihr schon, wie die Energieversorgung darin funktioniert. Ich guck mal eben, ja, keine Duo-Control eingebaut. Finde ich auch ein bisschen schwach bei so einem Premium-Fahrzeug. Ist ja immerhin die beste Ausstattung von Chausson. Tja, bildet euch einfach eure eigene Meinung. So, dann gehen wir nochmal rüber. Hier haben wir nochmal 6,36 Meter. 5,40 Meter habe ich nicht gefunden hier auf der Messe. Gibt es nicht. Aber ich zeige euch mal die 6-Meter-Variante in der sogenannten Sportline. Ja, kann man hier in den Sportmodus wechseln. Naja, irgendeinen Namen braucht das Kind ja. Aber hier mit 140 PS, 9-Gang Automatikgetriebe, 3,5 Tonnen Leitgewicht, also Leitchassis, Entschuldigung, Tempomat, Geschwindigkeitsanzeige, bla bla bla, das, was man eigentlich als Standard ja, voraussetzen könnte. Hier als Hubdach, auch das habe ich euch ja schon mehrfach gezeigt. Hier geht es ja nur darum, allen mal so zu zeigen, was sich so geändert hat bzw. nicht geändert hat. Ach so, hier können wir auch in das Bad rein, beziehungsweise haben wir hier auch Licht. Kann ich euch ein bisschen besser zeigen. Dusche, ja, mit der Duschwand hier, Waschbecken, ja, Standard. Aber da passt auch ein echter Mann rein hier, ne? Also, das muss man schon sagen. Schön groß. Ja, Tür lässt sich bis dahin schwenken. Die Scharniere, da muss man wirklich aufpassen. Die gehen schon mal, also die Schrauben lockern sich schon mal gerne mit der Zeit. Hier hat man eine Kante noch verbaut. Entschuldigung, so dass der. Dass die Tür nicht mehr klappert und aber auch dicht ist, ne? Also wenn von innen mal Wasser kommt. Ja, dann haben wir hier diesen Kühlschrank, 90 Liter oder 84 mit Gefrierfach. Ja, und das übliche, ja, etwas anderer Gasherd. Ich weiß nicht, ob sie den letztes Jahr schon hatten, ja, mit dem Piezozünder. Ja, ein bisschen einfacher, aber so von der Armatur her schöner, also recht schön. Ja, und dann hat man halt hier das Hubdach, um die Gäste bzw. die Kiddies ja, zum Schlafen zu bringen. Was aber sicherlich ganz schön ist, ne? Also wenn ich da oben mir vorstelle, Schlangenbucht, Blick aufs Meer und Palmen. Ja, da gibt es sicherlich Schlimmeres. Für, ja, ich sag mal, Männer wie mich ist das natürlich schon ein Angang hier hoch. Also hier hoch geht es natürlich, keine Frage, aber da muss man sich ja drehen da oben und auch wieder zurück. Da muss man vielleicht nachts mal Pipi. Ja, muss man wissen. Der steht hier übrigens auch auf Fiat. Auch auf dem Chassis 8. Also für alle Fiat-Freunde ein schönes Fahrzeug. Guten Morgen. Ja, kann. Perfekt.
Siehste, Dreiviertelstunde später machen sie ordentlich an. Ja, hier nochmal von hinten. Hat sich auch nichts verändert. Sind Sie hier für den Vertrieb zuständig? Gibt es irgendwelche Neuerungen im Kastenwagenbereich? Ja, dass wir keine Kastenwagen 23 in dieser Saison im Moment haben. Achso, das ist Das die sind Neuerung. nur unverkäufliche Muster. Okay. Das ist mehr so eine Studie. Alles klar. Alles gut? Ja, habt ihr gehört, Dankeschön. gibt also die größte Innovation, sagt der Mann hier, der Chaussonmann auf der Verkaufsfläche, ist die, dass sie keine Fahrzeuge haben, die sie 2023 verkaufen könnten. Das ist so die Art hier von Chausson. Ja, so ein bisschen von oben herab. Zumindest was den deutschen Vertrieb angeht. Ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, aber ich finde das hier schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier nochmal die Variante mit dem Hubbett, also mit dem Doppelbett hinten. Ne, wenn man also kein Hubdach haben möchte und trotzdem mit zwei Kindern oder so unterwegs ist, dann kann man diese Variante wählen. Ja, Gasflasche, bla bla bla, kennt ihr alles? Hier Gasflasche und da Gasflasche. Na, tatsächlich. Keine Ahnung, ob ich das gut finde. Also jetzt hier so zu schlafen als Elternteil und da oben die Kinder, ja, geht alles. Aber keine Fenster hier rechts und links. Ja gut. Obwohl in Dänemark hatte ich jetzt einen neben mir stehen mit dem 6-Meter-Kasten. Drei Kinder drin, zwei Erwachsene, fünf Räder hinten drauf. Also wenn die den Campingplatz fluten, ja, da wollen die Kinder sich natürlich auch bewegen. Ne? Das ist ja logisch. Das kann man ja sehr, sehr gut verstehen. Ja, das war es mit meinem kleinen Rundgang. Ja, ihr habt mich, also einige von euch wollten unbedingt die Neuerung von Kastenwagen sehen. Gibt nicht. Die einzige Neuerung ist nicht lieferbar. Ja. In dem Sinne wünsche ich euch einen schrottfreien Flug. Habt ihr einen Chausson-Kastenwagen? Habt ihr alles richtig gemacht? Weil jetzt gibt es lange, lange, lange Zeit leider keinen mehr. Bis dann. Tschüss.